Ja, Schlick. Ist auch Raid, ne? Nee. Was machen wir denn da? Sind nicht. Ich muss gerade erstmal das klären. Uff. Bin mal immer. Kann ein bisschen länger dauern. Fenster. Das ist doch super. Ja, viel Erfolg. Hi. Reicht wohl ein Invis-Pod bis unten? Versuch's. Wir können noch jetzt porten. Hi. Hallo. Moi. Thank you.
Wir fangen einfach. Fokus in Striker. Gude! Hi! Ich hab eine Hitbox, die ist kleiner als ein Steckdose. Hallo. Hallo. Hi. Was geht? Oh, da stecken Kordeln, Leute. Ihr habt schon mich die 3-4 Flaschen in der Tasche. Eine Wandtrussbrauch kann mich anhandeln. Wahrscheinlich wird keine zweite Welt drin machen. Ich war der Erste, der da rausgenommen hat. Bin ich so slow wie du. Sieht ja aber nicht. Also ich kann noch eine abgeben und bin auch Alchi und hatte noch eine Stunde vom letzten Welt. Also wenn einer was braucht, wäre ich an mir. Oh. Und da ist wieder weg. Wundert mich jetzt eigentlich, dass sich da wirklich jemand getraut hat, sich anzunehmen. Ich hab noch 6 Wandtusrunden zu vergeben. Vielleicht sind noch nicht alle im Discord, die es noch nicht gehört haben. Obwohl, sieht recht voll aus. Ich glaube, hier ist das Philipp. Die Option, dass ich sehe, wie viele hier im Channel sind, gibt's nach vorne nicht, ne? Ne. Gut. Seht auf jeden Fall den Prinz Bunnert. Hast du dem Steine gegeben? Ne. Würde ich auch keinen geben. What's up?
Du hattest mich aber angetradet, ne? Dennis? Was? Du hast eine, ne? Achso, ja. Hallo? Ich such dich. Ich fand leider, dass ich nur zu spät bin. Wie in Raid, Philipp, wie in Raid. Stell noch mal einen Portstein, bitte. Ah, ne, er ist da. Soll ich einen Kessel stellen? Ne, wir hatten schon einen Kessel. Brauchst du eine Flask oder was? Ne, hab's ja mal. Mit Dennis wieder ohne Fahrschein. Mesh. Santos Ruhen check. Gut, wir sind alle da. Dann erzähle ich euch jetzt mal kurz was zu dem Boss, wie wir den spielen werden. Und zwar werden wir nicht die Zerg-Taktik spielen, sondern wir spielen ihn ganz normal. Was gut ist bei dem Boss ist, wir werden kein Pre-Pot ziehen beim Pull und wir werden auch keine Cooldowns usen. Heißt, niemand used irgendeinen Cooldown und niemand zieht irgendeinen Pre-Pot. Wenn wir 87% erreichen oder 88%, ich schaue mir das mal an, das werden wir über die nächsten Tries herausfinden, werden wir einen Damage-Stop machen. Und sobald bei 87%, wo wir den Damage-Stop machen, der dritte Nackenklatscher gecastet wird, pushen wir den Boss auf 85%. Dann beginnt sozusagen die zweite Phase. Die erste Phase passiert aber gar nichts. Zweite Phase kommen halt die dummen Ads, die wir töten. Heißt, da ziehen wir halt einfach den Boy auf die Ads und ballern die um. Wir pushen aber auch den Boss in die dritte Phase beim spezifischen Timing. Und zwar 10 bis 15 Sekunden vor der zweiten Maddening Eruption. Das müssen wir uns auch mal anschauen, wie wir das machen. Ich poste mal kurz eine Note rein. Hier habe ich schon mal die Aufteilung, was hier Cooldowns angeht und Delirium-Leute. Leute, die hier nicht gelistet sind, gehen grundsätzlich alle in den 4 Realm. Keine Ausnahme, niemand bleibt hier irgendwo auf den normalen Realm. Phase 3 ist halt eigentlich auch nichts Spezielles, außer dass es ein scheiß Overlap gibt, und zwar bei dem zweiten Delirium-Realm, wenn er da diese Kacke castet. Und zwar kommt das, sag ich mal, gleichzeitig mit Tentakeln. So, und da müssen wir halt schauen, also die Delirium Boys können sich Zeit lassen. Und zwar, nachdem die Tentakel durch sind, habt ihr noch kurz Zeit, da reinzusteppen in diese Portale. Allerdings ist das scheiße für die Tanks. Und zwar kommen diese Tentakel auch gleichzeitig mit einer Maddening Eruption. Heißt, ihr müsst mal gucken, wenn wir unlucky sind, dann ist das echt schwer zu dodgen. Aber teilweise kann man sich auch zwischen den Tentakeln stellen. Weil das werden wir auch alles noch sehen. An die Leute, die im Delirium Realm drin sind. Ihr geht am besten, sag ich mal, bei 52% oder so was raus. Lasst euch von so einer kleinen Tentakel hitten. Und callt das, wenn ihr rausgeht. Damit die Healer reagieren können und euch dispen können. Das ist halt auch ganz wichtig, dass da jeder Healer ein Auge drauf hat, wenn wir aus dem Delirium rauskommen, dass sie uns insta-dispelt und toppt, weil wir kriegen viel Damage. 52% von, was meinst du, vom Boss? Ja, vom Boss-Leben. Ja. Und das ist auch, ich als Feuermage kill nicht den Raid, wenn ich da reingehe. Ne, wir haben keinen Melee da drin. Okay. No Rangers. Ja, und P3 müssen wir halt einfach beenden, bevor der dritte Delirium Realm Kack da kommt. Phase 4 ist dann, sag ich mal, eher das, was spannend an dem Fight ist. Davor ist eigentlich alles recht easy peasy. Weil da ist ja alles gleichzeitig. Den ersten Manic Dread, den so allgemein jeden Dread 1 bis 6, also 1 bis 3 normal Dread, 1 bis 3 Manic Dread, den werden wir immer tremmern. Du kannst deine Tremor-Taste ölen, Hendrik. Muss jedes Mal sitzen. Der erste? Wie bitte? Der erste oder welcher? Jeder. Alle sechs. So, jeder, okay, alright. Kurz schauen.
Genau, und da haben wir nämlich die Aufteilung. Da seht ihr, dass beim zweiten Manic Dread wir die Bubble von Melisandre benutzen. Und da ist das Problem, dass wir alle auf einem Fleck gesteckt sind. Die Leute, die gedispelt werden, hinterlassen ja diese Portale. Leute, die halt gute Dev-CDs haben, sollen während dieser Phase draußen stehen und wir versuchen uns in der Bubble so gut wie möglich zu verteilen. Wenn nämlich zwei Portale aufeinander spawnen, haben wir einen Typen weniger in dem Realm und das ist sehr schlecht. Das wollen wir auf jeden Fall verhindern. Ansonsten für den ersten Manic Dread und den dritten Manic Dread können wir uns immer sehr gut spreaden. Da haben wir Aura Mastery, es geht eh Raid-wide. Und ein Shout, der geht auch Raid-wide. Und sonst ist natürlich immer noch, dass wir ganze Zeit am Arsch vom Sakul sticken. Du meintest ja, wir sollen uns unsere CDs am Anfang aufbewahren, jetzt hast du aber noch nicht ganz genau gesagt, wann wir die denn das erste Mal ziehen. Ist das dann, wenn du meinst, wir pushen? Also wenn wir Phase 2 gepusht haben, ja. Dann ziehen wir einfach cool. Weil der in Phase 2 quasi geht. Ja, da können wir können es auch zum Pushen benutzen. Also ja, okay, ist also 87%, 85% so um den Dreh. Und wenn dann der Cast kommt und ich sag Push, dann können wir Cooldowns ziehen. Okay. In Phase 4 ist ein bisschen tricky. Und zwar, wenn die Ads spawnen, dann gehen die Delirium Realm Leute in den Delirium Realm und alle anderen gehen in den Fear Realm. Da werden wir zwei Ads töten. Und ein Ad werden wir nicht anfassen. Das werden wir kein bisschen nuken. Da kommt kein einziger Dot, nix drauf. Wenn wir dann die beiden Ads getötet haben, bleiben wir einfach ganz Zeit im Delirium Realm. Genau, nach der ersten Maddening Eruption, die wir da in diesem Ethereum kriegen, werden wir Sakul gegenüber von dem letzten Ad ziehen. Das machen wir, damit der nächste Maddening Eruption in der Nähe vom Ad spawnt. Und wir bleiben so lange im Ethereum, bis er die zweite Wave von den Ads spawnt. Wenn wir alle nämlich im Ethereum sind oder im Delirium Realm und niemand in der, sag ich mal, richtigen Welt, dann spawnt keine neuen Ads. Und das ist das Ziel halt dabei, dass wir das skippen. Heißt, die Leute, die im Delirium Realm sind, müssen halt auch so lange überleben. Heißt, Avril, Miss Obvious, Pyrokracher, Verisa, ihr dürft vorher nicht rausgehen, nicht sterben. Das ist ganz wichtig. Weil man hat nicht genug Zeit, direkt in den Ethereum rüber zu gehen. Sag sie so leicht, Ray. Ja, und dann kommen natürlich noch die der Psychotic Split in diesen Phasen. Und da spawnt halt Sakul zwei Ads, einen im Ethereum, eins in Delirium Realm. Das im Ethereum einfach ist eigentlich recht easy zu schaffen vom DPS-Check her. Nur das im Delirium Realm ist halt ein bisschen schwerer. Mal schauen, ob du deine Combustion dafür jedes Mal aufbewahrst, Daniel, wenn wir es sonst nicht schaffen. Ansonsten probieren wir es halt einfach so zu pushen. Und während das Ad da ist, dann wird auch im Delirium nur auf dieses Big Ad geschossen und nicht die kleinen Ads gedottet oder sonst was. Da brauchen wir maximalen Damage drauf. Das werden wir zweimal kriegen, dieses große Ad. Und da müssen wir halt schauen, wie wir das mit den Hero-Timing und Pop-Timing machen. Wir können auch unterschiedlich Hero usen in den verschiedenen Realms. Müssen wir auch mal gucken, wie wir das machen, ob wir das bei einem Ad Hero usen, beim anderen Pots. Und ob wir es gar nicht für Ads usen, werden wir auch feststellen, wie das läuft. Grundsätzlich im Ethereum werden wir es einfach usen, wenn eine Maddening Eruption durch ist und wir den Boss pushen können. Achso, genau, wenn übrigens dieser Cast durch ist, mit den zweiten Ad spawn, dann danach gehen wir raus aus dem Ethereum und lassen die Hysteria Stacks destacken. Wenn die gedestackt sind, dann gehen wir wieder rein in den Ethereum und töten das Ad, was da noch steht. Und das ist eigentlich alles, was in der Phase passiert, und das wiederholen wir, bis der Boss halt tot ist. Ja gut, einfach mal sagen, wenn sonst keine Fragen sind, fangen wir einfach kurze mal an. Kurze Frage. Ich habe eine ganz kurze Frage, weil ich in P4 noch nie in dem Realm drin war. Kommt man da auch so rein wie am Anfang? Gibt es auch wieder die Augen oder kommt man da anders rein? Da gibt's, wenn du gefeiert wirst, dieses Manic Dread, das gedispelt wird, hinterlässt das so Augen auf dem Boden, da musst du reinlaufen. Ah, okay, so kann ich noch rein. Stehen okay. Bleiben.
Ja gut, dann... Go. Soon. Alle zum Boss. Nackenklatscher kommt, wo er ist. Wir können direkt links vom Boss einfach laufen. Oh, eigentlich rechts. Machen jetzt einen Damage-Stop auf so cool. Keiner macht mehr Damage auf so cool. Dodge die Tentakeln. Gleich kommt das zweite Dread, kommt alle in die Bubble. Soon. So, pusht. Dodge. Pass auf die Tentakeln auf, die kommen da hinten. Da hinten ist die Maddening Eruption. Tentakeln. Oh, direkt gegenüber, pass auf, im Rennen. Ah, okay, dann gehen wir mal sterben. Ich glaube, da hätten wir sogar auch noch einen Damage-Stop machen müssen, ne? Das war jetzt schon... Also Phase 2, da wo wir jetzt gerade drin waren, im Ethereum, die spielen wir so lange bis... also die erste Maddening Eruption durch ist. Und dann 10 bis 15 Sekunden vor der zweiten. Heißt, eventuell sollten wir da auch keine Cooldown ziehen. Müssen wir jetzt nochmal angucken. Nee, hey, weird, so lange nichts zu machen. Na, no. Jo. Sicher rumhüpfen. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, what? Hatten wir keine Aura Mastery oder? Macht nee, das einfach so viel? Nee, nee, okay. Das reicht. So, Tentakeln kommen, guck, wo sie sind. Nacken. Na, ein bisschen zurückmoven.
Oh, da haben wir einen Big Ed. Zwei Big Eds. Nacken wieder. Nackenklatscher. Damage drauf auf cool. Okay. Und tot. Stopp. Konzentriert euch dann echt einfach drauf, dass wir die kleinen Ads flott töten. WE. Ist es relativ egal, wie lange. Ja gut, eigentlich schon. Unser Damage Stop ist halt kürzer, wenn wir weniger Damage auf Sakul haben. Ne? Ja. Wäre vielleicht überlegen zu sagen, dass wir am Anfang gar nichts auf Sakul machen, weil jetzt ist es halt so, wenn die ganzen kleinen Ads da sind, ist es halt mit dem... Also ich kann halt nicht kontrollieren, auf was ich cleave, ne? Und ich glaube, der Feuermage ist auch schlecht zum Beispiel. So, wenn's ja, ist. Aber euer Cleave pusht den Sakul jetzt nicht so runter. Naja gut, wenn wir 1-2% nur brauchen und dann je nachdem, weil wir am Anfang so gut wie gar nichts auf den machen, können wir voll raufkleben auf die kleinen Ads. Vielleicht. Also ich mache nicht viel, wenn ich auf die kleinen Ads gehe an Sakul Damage. Ja. Also da müsstet ihr ja, weiß ich nicht, 7 Millionen Cleave Damage aus Versehen auf Sakul machen und das passiert nicht so. Also, glaube ich nicht. Das sind ja echt nur du, vielleicht Hunter. Firemage ganz wenig mit Ignite, wenn die keinen Combustion haben. Pyrokracher kann Pre-Pot ziehen. Ja, warum eigentlich nicht? Ja, weil wenn ich brauche, wir einen Damage-Stop machen, Digga. Achso, ja gut, stimmt. Tentakel kommen, sind wieder gegenüber, move nach rechts. Grundsätzlich glaube ich, wenn die gegenüber von uns spawnen, lasst uns gegen den Uhrzeigersinn laufen. Dann haben wir glaube ich weniger Travel Time, als wie wenn wir im Uhrzeigersinn laufen. Ja, das habe ich ja gerade angesprochen. Tentakel
Dodge. Dodge. Hinter uns, wir müssen gegen den Uhrzeigersinn. Damage Stop auf Sakul, kein Damage mehr. Tötet noch das kleine Addend mit 80%. Kannst stacken für die Bubble. Stacken für die Bubble. Soon. Und Push. Ah, wir haben zu früh gepusht. Fuck. Dodge. Maddening Eruption ist jetzt auch da. Wir warten noch die Tentakel ab. Vorsicht, die Slaps sind in euch rein. So, move. Bisschen tight. Okay, 75% geht da glaube ich in die zweite Phase. Dodge. Okay, easy. Laufen einfach ein bisschen weiter. Gate. Ersten Delirium Boys rein. Zweite Maddening Eruption. Soon. Nackenklatscher kommen. Da sind beim Tremor gerade 10 Leute gestorben. Hatten wir geschaut? Glaube nicht. Voll cool, ich war noch nie da unten, Alter. Sieht aus wie in der Hölle. Das Problem ist, ich sehe halt hier gar nicht mehr, was halt unten abgeht. Aber bei dem dritten Dread müsst ihr halt schauen, dass vorher die Gruppe getoppt ist. Das heißt, die Trank ruhig früh ansetzen. Und dass halt klar der Short oben ist. Und sollte es, glaube ich, machbar sein, aber wir gucken uns das an. Ich hätte nochmal zwei doofe Fragen. Und zwar wäre die eine doofe Frage, wenn wir den Dread abbekommen, wo wir in der Bubble stehen, also dann quasi Damage ziehen wollen. Macht das in irgendeiner Form Sinn oder keinen Sinn, die CDs dann eben noch zu delayen, bis der in seine Damage-Ding geht, oder? Wir ziehen keine CDs mehr danach, wir machen jetzt danach auch einen kurzen Damage-Stop. Also wir pushen den gleich auf 77 oder 78%. Ich glaube ab 75% fängt Phase 3 an. Bevor wir uns CDs das allererste Mal ziehen, meinst du? Ja. Okay, gut, dann ist meine erste Frage egal. Und die zweite Frage ist, lohnt es sich mit Pots oder Gesu länger in dieser Delirium Realm Phase zu bleiben, oder ist das nicht gewünscht? Das ist gewünscht in Phase 4, aber nicht in Phase 3. Okay. Muss ich meine Blazing Barrier Rotation ja on point haben wir. Ja. Okay, wir gucken jetzt gleich mal, dass wir auf 72% eventuell einen Damage Stop machen. Aber ich call das dann. Und wann ziehen wir die Pots? Hinterher, wenn die Ads kommen. Also die Psychotic Split Ads. Also Phase 4 irgendwann ganz spät. Okay, okay. 5, 4, 3, 2, 1. Nee, also jetzt gleich, wenn wir den ersten, nach dem ersten Damage Stop usen, wir immer noch keine Cooldowns. 5, 4, 3, 2, 1.
Ich glaube, wir können tatsächlich sogar Cooldowns dran machen. Bin hier ohne Cooldowns einfach. Ja, wahrscheinlich können wir ohne Cooldowns bis Phase 4 spielen, ey. Tackle. Dodge. Damage Stop. Dodge. Tentakel. Oh Gott. Ich hab den Troll. Da können sterben. Sag mal, ist das eine Weak Aura oder habt ihr das alle, dass immer wenn die Tentakel kommen, da einfach so eine Stimme touchy touchy sagt? Das hab ich einen. Touchy touchy. Das muss eine Weak Aura sein. Okay. Muss, weil ich hab's nicht. Okay. Mir ruft immer so eine Stimme. Tatschi, Tatschi. Ja. Komm nicht den Tag hin. Oder hast du das in Wigwigs oder sowas? Sound vielleicht, also ich hab halt DBM so und ich hab nie irgendwelche Sounds ausgestellt, aber ich hätte halt gedacht, dass irgendwer anderes das auch. Okay, bei mir kommt's nicht. Aber du hattest ja auch nicht den alten Opa, der geschrien hat. Das ist wahrscheinlich dieselbe Stimme. Darker. Gegenüber, wir laufen gegen den Uhrzeigersinn. Auch nicht. Machen wir Batteries auf Börde. Tötet die beiden kleinen Ads noch. Tarkin kommt im Nacken. Damit stopp. Senken für den Dredge. Und push. Gegenüber, also die Tentakel auf, gegen den Uhrzeigersinn laufen. Nö, so entgegen. Das ist mit. Das ist definitiv mit. Obwohl, ja, stimmt, war doch mit. Ich wäre dafür gesagt, lieber rechts und links, das macht mehr Sinn. Jetzt CD, Ray. Nee, warte. Nein, noch keine CDs. Ich sehe euch auch gerade nicht mehr. Der hat jetzt. Ich hab jetzt 79%. Ich bin aber so gerne. Post live sehe ich. Siehst du auch das live von unserem Raid? Ja. Okay, jetzt müsste der eigentlich gefaced sein. Okay, dann ziehen wir nach dem Push ganz normal CDs.
Was passiert jetzt? Ja, jetzt geht der Stern. Also doch quasi CDs, wie wir das anfangs gedacht haben. Ja, 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 ja. Ich glaube, das passt. Es waren jetzt allerdings gegen Ende ein paar tot, ne? Ja. Ja, ich war auch tot. Ne? Aber ich glaube, ich habe ein paar CDs eh fliegen gesehen. Glaube ich nicht jeder gesaved. Aber ich glaube, das passt, wenn wir alle CDs einfach dann ziehen. Also jetzt nochmal vom Timing her nach der Dreadbubble, wenn du sagst Push, ist das auch CDs? Ja, aber nicht direkt nach der Dreadbubble pushen, haben wir noch 2-3 Sekunden, die wir warten müssen, ne? Okay, ja. Wir pushen sozusagen, wenn der anfängt zu casten. Ich frag ja nur immer so genau, weil ich ja 8 Sekunden vorher mein, oder weil ich ja mein Trinket noch durchchanneln muss und so, weißt du? Ich muss ja quasi ein paar Sekunden vorher wissen, dass ich die dann ziehe und wenn du quasi einfach sagst, jetzt CDs, dann bin ich quasi 8 Sekunden zu spät. Das kannst du in der Bubble dann anfangen. Ja, wahrscheinlich. Und dann sind einfach Fingers crossed, dass ich nicht gefeiert werde, ey. Können wir uns darauf einigen, dass wir rechts und links sagen, anstatt mit und gegen den Uhrzeigersinn? Nee, das war gerade einfach nur, weil ich da hinten in dieser Ecke lag und nichts gesehen habe. Das war einfach mal bad. Aber gegen den Uhrzeigersinn und entgegengesetzt ist besser, weil wenn ich irgendwie anders gucke und dann sag links und rechts und ihr guckt gerade in eine andere Richtung, ist das scheiße. Ich meine, werde ich noch hinkriegen. Mit wäre in dem Fall tatsächlich auch der richtige Call gewesen. Das ist einfach, aber. Ja, also grundsätzlich, wenn die doch gegenüber spawnen, dann laufen wir. Und gehen die so. Naja, der, also wenn jetzt der exakt gegenüber ist, ist der mittlere, geht hier hin. Der rechts ist, geht hier hin. Und der links ist, geht halt hier nee, hin. Nee, ich meine, wenn der Boss da steht und hier hinten, wo wir jetzt stehen, spawnen die Tentakel, dann kommt doch hier eine. Rechts davon eine und nochmal rechts. Oder geht das nach links? Wenn die erste nee, quasi direkt hier ist. Wenn ja. Die erste direkt hier ist, dann geht's tatsächlich hier weiter. In die ja, Richtung. Heißt, dann rufen wir doch mit dem Uhrzeigersinn. Das ist fast. Ja, doch. Ja. Heißt, wenn die gegenüber spawnen, dann rufen wir im Uhrzeigersinn. So. Genau. Ja, ist schon schwer. Ja, weil die Dinger halt gegen den Uhrzeigersinn sind. Ja, genau. Deswegen laufen wir mit. Ja. Na, die gehen halt über Kreuz, ne? 5, 4, 3, 2, 1. Soon. Sie kommen gegen Earl, auch die mit dem Uhrzeigersinn. Ein bisschen. Sind schon safe. Tentakeln. Dodge. Auch von gegen den Uhrzeigersinn. Und Damage Stop. Keiner macht mehr Damage. Lisandro steht hier drüben, nicht da wo ihr steht. Aber. Und Push. Move einfach zurück. Better rest my Alerona. Tackeln. Wir können stehen bleiben, stehen gut.
So, jetzt kommen gleich Delirium Boys. 5, 4, 3, 2, 1. Denk dran, wenn er da jetzt nah dran steht, dann kriegt er meinen Ignite ab. Sorry, für mich muss einer rein. Nee, ich bin halt tot. Ich sehe halt nicht, was unten abgeht. Ich weiß nicht, Dennis, du bist da, dass du dann vielleicht die Calls machst, was bei euch abgeht. Weil ich kann es echt gar nicht ansagen, wenn ich in Delirium bin. Was hat euch denn jetzt alle auf einmal gekillt? War das so ein Dread? Ich habe mir extra einen Countdown für das Dread eingestellt. Der ist, und als der bei 1 war, habe ich drauf gedrückt und dann kam er nicht. So, und dann hat es halt gedauert und gedauert und dann irgendwann kam dann die komische Zoom-Meldung, tut, und dann hat es bumm gemacht. Und da war der Buffer. Der ist auch nicht scripted, der Boss, ne? Der Manic Dread kommt nicht immer zum selben Moment. Dann noch irgendeine andere zweite Useless Ability, die kann da stattdessen kommen, ne? Der castet das aber auch, also wenn er auf der, seine Kraft muss ich ja die ganze Zeit auch blöd auf die. Ja, gut, ich kann ja, wenn jemand. Muss ich halt gucken. Also die Weak Aura war bis jetzt von mir, die ich da reingelegt habe, sehr akkurat. Also die kam immer, wenn der 4 auch kam. Also die zeigt halt jeden 4 an. Vielleicht kann die das einfach, vielleicht trackt die einfach seine Castbar quasi. Nee, nee, die fängt schon an, bevor der Castbar kommt. Okay. Hätten wir auch nur einen Shout und einen Trang, ne? Und geht eigentlich. Ja, ich meine, eigentlich im Moment sterben wir immer genau in dem Moment, also müssen wir es einfach nochmal versuchen, wahrscheinlich. Naja, der Kühl ist halt pinkel, ne? Den fühl ich nicht. Achso. Ja, wenn ihr AFK geht, ne? Dann schreibt doch mal bitte, wenn ihr wieder da seid. Ich kann das nie riechen. Mal so grundsätzlich, geht jetzt nicht nur um Kühe. Ich hab Creeper gezogen. Wir laufen gegen den Uhrzeigersinn. Tentakeln. Ich lauf einfach mit, ne, gegen, toll. Damit stopp. Deckt euch schon für die Bubble. 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt früh gepusht. Soon. Ja. Tentakeln. Dodge. Pass auf, die eine geht direkt hier drauf.
Wollen wir nicht jetzt eigentlich CDs ziehen, weil ihr jetzt Damage Increase kriegt? Ne, wir ziehen einfach sobald wir pushen CDs, weil das reicht. So, ich sehe jetzt nicht mehr, was unten abgeht. Schaut. Oh lol, der wurde mir jetzt nicht angezeigt irgendwie. Mir schon. Tentakeln. Also, wenn ich sage Damage Stop, dann hört jeder auf, den Kackboss zu hitten. Außer vielleicht der Tank. Oder beziehungsweise beide Tanks müssen wahrscheinlich hitten, aber auch als Heal hört man auf, Damage zu machen auf dem Boss, auch wenn man Disty ist. Da kommt kein Damage rein, nichts. Tentakeln. Wir laufen gegen den Uhrzeigersinn. Gegen den Uhrzeigersinn. Damage Stop. Stacken. 5, 4, 3, 2. Brauchen auch keine Weihe, wenn wir einen Damage Stop machen. Soon. Push. Jetzt. Tarkin gegenüber. Gegen den Uhrzeigersinn laufen. Ruf, ruf, ruf. Tentakeln. Dodge.
So, der Delirium kommt jetzt. Tentakeln. Delirium Boys. Okay, da war einer nicht drin. Zwei waren nicht drin. Zwei sogar, ja. Hab das beobachtet, hab mich extra abgelegt vorher. Na, Daniel, kannst du den hintersten nehmen? Ja, klar. Weil, wie ist das immer mit dem KS da noch reinzulaufen teilweise? Ja, ich sehe das, aber es war relativ close, mir egal, kann ich machen. Denkt dran auch, wenn ihr irgendwie was zum Ablegen habt oder so. Wenn es wirklich halt nicht anders geht, dass ihr euch zwischen den Tentakeln hinstellen könnt und auch nicht gehittet werdet. Ihr müsst halt wirklich genau dazwischen stehen. Jo, eigentlich kannst du hier mounten. Du brauchst keinen Riff stellen. Ich hab keinen Riff, von daher kann ich keins stellen. Ich kann auch auf mounten für dich, Dennis. Ich hab jetzt schon einen Rap-Bound gestellt. Oder hier Rap-Bot. Int. Ja. Versucht mal vielleicht, wenn der erste Realm kommt, uns halt nochmal Hots zu geben. Gerade hatte ich gar, also so einen Reach, das gerade abgelaufen ist, quasi als es losging. Das ist so ein bisschen. Er meint auf die Delirium, Leute. Wenn wir da reingehen. Tentakeln. Doch einfach. Na, wir können sogar stehen bleiben. Darken. Auch ein bisschen weiter gegen den Uhrzeigersinn. Damage Stop. Warum fliegt denn da noch nur kein Surge? Head of Passive stellen müsste das Move. Bubble. Oder auch nicht. Bitte rest mich und pusht. Ach, könnte jetzt schon gar nicht mehr. Kayak, du gehst für mich in den Delirium Realm gleich. Echt der Smooth wegen Range? Achso, ja, stimmt, der Smooth geht rein. Geh in den mittleren Smooth. Battle Reds auf Melisandre.
3, 2, 1. Jet kommt gleich. Soon. Kommt. Ja, das war das Fettfinger Hero, my bad. Okay. Oh ja, sorry. Liegt's ab. Du überlebst nicht so gut in dem Realm, ne, Daniel? Nee. Dann schicke ich mal das Ruder rein und schütte. Ich hab ganz vergessen, das Ruder einzuteilen. Dann muss ich mich nochmal rausbohren. Ich bin jetzt gerade das erste Mal unten in dem Delirium Realm. Wir kloppen da. Hat man hier viel Haste? Oh, nee, wir haben ja HT. Da glaube ich dann nur auf den Boss ein, bis der, was sagst du, wie viel Prozent hat? 51, 52, aber ich habe dich jetzt auch rausgetan. So, ich jetzt. Lebt gerade, das gerade gefreut, dass ich mal unten war. Du lebst halt leider echt nicht so lange da unten. Verglichen mit den anderen zumindest. Ich habe halt gelesen, dass Firematch ziemlich lange da unten leben kann, aber I don't know. Ja, dann müssen wir vielleicht mit dir irgendwas Spezielles machen. Klick mal bitte auf das Port, muss umscannen. Ich kann dir ein paar Dings geben und ein Buch geben, wo ist der extra weg? Ja, aber ich muss Affli spielen. Achso, spielst du Affli? Nee, weil ich ja vorher nicht drin stand, also habe ich da auf Distro gespeckt. Wenn der super viel kostet und du nicht so fährst, dann kann ich dir halt auch gleich unser Guildmonk geben. Nee, passt schon. Tobi ist so rich. Der Warlock hat 2,7k. Ja, rich. Ja, mehr als Daniel. 5, 4, 3, 2, 1. Darker. Dodge. Stehen bleiben. Damage Stop.
5, 4, 3, 2, 1. Soon. Push. Dodge. Kann ein bisschen zurücklaufen. Gegen den Uhrzeigersinn laufen. So, Delirium kommt. Tentakeln. Können stehen bleiben. Zweite Delirium. Ja, bin auf dem Ding. Hätte Turtle ziehen müssen. Okay, wir legen ab. Das war in der schwarzen Krütze drin. Das dritte. Wärst du ganz links am Rand gestanden, wärst du draußen gewesen. Das ist ziemlich awkward mit dem Timing da, weil da viele Sachen gleichzeitig für den Tank kommen. Da müssen wir einfach ein bisschen Übung reinkriegen. Okay. Weil da kommt gleichzeitig die Maddening Eruption und die Tentakeln und das Delirium. Das ist halt ein bisschen tricky, den manchmal dann zu platzieren im Boss. Wie ist das Smoothie Resound? Avril, wollt ihr, dass wir Hero für das erste Ad ziehen im Delirium Realm oder fürs zweite? Da ich bisher noch nicht unten mal angucken. Keine Ahnung. Ich würde das mal ohne Hero spielen. Mal gucken, ob wir das schaffen. Ja, wenn wir es schaffen, ist ja fein, dann haben wir es später, ne? Ja. Kommt das Ad? Wenn wir da natürlich 30% missen, so, dann sollten wir es ziehen, ne? In P4 meinst du? Ja, in P4 irgendwann. Also wir gehen da rein und ich glaube dann 10 Sekunden, 15 Sekunden später oder so. Erstmal so weit kommen. Jo. Ja, gerade waren wir ja schon fast so weit. Also. Da werden wir noch hinkommen. 3, 2, 1. Schaut euch mal alle in die grüne Fläche wegen dem ersten Dread. 5, 4, 3. Tentakel. Dodge. Können beim Boss stehen bleiben. Dodge.
Damage Stop. Können stehen bleiben. Will die Sandra auf zu smiten. Push. Dodge. Wir laufen ein Stück zurück. Tentakeln, passt auf. Wir laufen gegen den Uhrzeigersinn. Einen ordentlichen Meter machen. Delirium kommt jetzt. Jetgleich. 5, 4, 3, 2, 1. Soon. Tentakeln. Dodge. Gegen den Uhrzeigersinn rennen. Gate. Vorsicht, das kann durch hinten da. Da waren die Tentakel auf dem Realm, oder? Ja, ich weiß. Daniel, du warst du tot? Ne, ich sterb nie. Warum? Weil du hättest jetzt gerade reingemusst, ne? Oh! Das ist richtig. Ich dachte, ich wurde rausgenommen, deswegen. Er stirbt nie, aber er hat den Raid. Nein. Danke, Daniel. Weil du gesagt hast, du hast mich rausgenommen, habe ich halt nicht mehr geguckt, ob ich jetzt bei einem neuen drin bin, weil du ja gesagt hast, du hast mich rausgenommen und shit. Ja, warum gespoppt? Wurde nur einer von den Mages rausgenommen. Ja, besser ist das. Ja, okay, das ist my bad. Aber da kann man ja wohl mal mein Missverständnis hier verstehen. Ne. Nimm dich raus, aber ich setze dich sneaky dann danach ein. Hm, weiß ich nicht. Ja gut. Denke ich, teilen wir uns die Schuld. Einmal aufmerksam am Raid sein. Ja. Ja, das kann ich nicht verneinen, muss ich sagen. Na, geht auf mich. Kohle raus. Ja. Weiß ich nicht. Tür, bist du wieder da? Ja. Five, four, three, two, one. Tentakeln. Dodge. Können so stehen bleiben. Dodge.
Damage Stop, Tentakeln kommen. Wir können stehen bleiben, ein bisschen zurücklaufen vielleicht. Push. Dodge. Direkt gegenüber, läuft gegen den Uhrzeigersinn, schnell. Raw vielleicht. Gegenüber, lauft ihr gegen den Uhrzeigersinn, schnell. Kann er nach dem Word Battle Retzen gehen, sonst wird es ohne Mastery gleich eng. Wir benutzen für den nächsten kein Aura Mastery. Die dritte Word. Ja, ja, nur irgendwann. Ja, klar, wir probieren es auch jetzt erstmal weiter. Ja, Rats sind Tang. Ich glaube, wir haben keine Rats. So. Touchy, touchy. So mittendrin, so zwischen den Tentakeln, ja, aber ich finde die Animation von denen einfach irgendwie clunky. Ja, die hauen halt einmal zu und danach kommen die erst raus. Ja, was mega behindert ist, Alter. Die täuschen halt einmal an und dann geben sie denen eine richtige Schelle. Und die erste macht ja keinen Damage. Wie die Kanaken. Was? Kanaken kommen mit Messer. Zack, zack, zack. So wie ich. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, gegenüber. Wir laufen im Uhrzeigersinn ein bisschen. Ein bisschen zurück, Damage Stop.
4, 3, 2, 1. Soon. Schnell. Dodge. Tentakeln direkt gegenüber. Ob wir den Cut machen. Einer muss schon nicht ignorieren. Oh jo, wir haben kein Bad Rest. Dann gehst du da rein, Wortz, ja? Ja. Der hintere Kreis, ne, für dich, Hendrik. Der am weitesten weg, meinst du? Ja, genau. Okay. Tentakel. Dodge. Wir oben gegen den Uhrzeigersinn. Können, glaube ich, ablegen, oder? Ohne Tank. Ja. Ohne zweiten Realm Boy. Geht in die Darkness. 5, 4, 3, 2, 1. Delayst du deine Combustion so eigentlich noch später, Daniel? Weil das ist ja ultra Panne da, weil die Tentacles kommen und dann wird der Boss gemoved und. Ja, habe ich auch schon überlegt, aber ich hatte ja gefragt und das war dann eigentlich nicht gewollt. Deswegen use ich die jetzt trotzdem, wenn es heißt. Ja, ich meine, wenn das komplett scheiße für euch ist und ihr nur den halben Damage wie normal rauskriegt, dann. Halt nicht. Noch gut. Ja, jetzt gerade also. Zum Beispiel war ultra bad für uns, weil der Boss halt direkt rübergezogen wurde und. Ja, okay, das kam aber einfach, weil der Damage Mal nicht richtig war. Jedem einzelnen Mal, wenn wir damagen müssen, kommen die Tentakel genau gegenüber, halt. Das ist so behindert. Ja. Du stehst halt nicht in deiner Rune. Kurz aus dem Nachschauen. Ich meine, weiß ich nicht, vielleicht versuche ich jetzt den Try einfach noch länger zu delayen. Okay. Aber denk dann auch, den Boss aus dem Target zu nehmen, damit die nicht auto-tickt und sonst so ein Kack. Das ist echt blöd, wenn wir einfach nur dran wipen, weil wir einfach einen Damage-Stop nicht machen können. Starken. Oben. Mit dem Uhrzeigersinn ist das, glaube ich. Damage Stop. Tentakeln. Wir können stehen bleiben.
bisschen weiter oben vielleicht noch. Da Fire Mage, passt auf. Vielleicht kommt Delirium. Dreadpunkt. 5, 4, 3, 2, 1. Soon. Tentakeln. Dodge. Und gegen, obwohl, ne, ihr könnt da stehen bleiben. Bisschen höher laufen noch, bisschen Uhrzeigersinn laufen. Hä? Better rest mal ruhig alle Rona. Tentakeln. Oh Gott. Gate. Okay, da haben wir den Damage-Check nicht geschafft. Den Stern. Auf was hätte der da sein müssen? 50. Sozusagen vor dem dritten Mal, dass der Leute runtersendet, müssen wir fertig sein. Dann würde der keine senden, oder was? Ja. Ja, genau, stimmt. Ja, damit wir das dritte Delirium quasi nicht kriegen. Ja gut, war knapp halt, ne? Ja. Gut, ich hab jetzt... Hab ich auch recht lange spät erstmal einen Cooldown gezogen und so, also... Da ist noch ein bisschen was drin. Ich war übrigens der gefährliche Feuermatch, Raven. Ja, ich hab's gesehen. In der Rune. Was ist das für den Pool auf dem Boden? Droppen wir das? Ja, weil manchmal habe ich das Gefühl, liegt's halt immer direkt im Boss drin. Macht euch am besten einfach ein Big Big Solid DBM auch einen Custom Sound rein. Ich habe jetzt für zum Beispiel die Tentakel eine Kuh, die einfach mut. Touchy Touchy, würde ich dir empfehlen. Nee, ich finde die Kuh ganz gut. Und halt den Manifest Nightmare wird mir ins Ohr gestöhnt. Könnt ihr das immer ganz gut auseinanderhalten? Könnte ich von meinem Pornhub gar nicht unterscheiden, glaube ich. Oh, Lara Loyal. Lara Loyal ist nicht da. Ja. Ich pull ihn ran. Der ist da. 4, 3, 2, 1. Kommt auf den Hexenwesen. Tentakeln, Ink. Wir laufen gegen den Uhrzeigersinn ein bisschen. Stopp, kann stehen bleiben. Gegen den Uhrzeiger sind schnell.
Tentakel. Wir stehen gut. Delirium kommt jetzt gleich. Ah, fuck. Das Bild da ist, wenn Remo vergessen wurde. Tentakel. Ich gehe hinten rein. Ich kann da gar nicht rein, das ist out of fucking world, Alter. Reinhüpfen, Eisblock ziehen. Nee, das war's out of world! Wie eine unsichtbare Wand! Out of world. Ja. Oh, oh, weh. Das war so wirklich außerhalb der Map quasi. Das macht den noch Solo. Hinten reingehen wird nicht gern gesehen. Gut, mal Trick ist nicht um Erlaubnis zu fragen. Konnte ich echt nicht rein. Ich hab grad elegant während des Damage Drops meine Pizza geschnitten. Das sagt halt echt, ne? Einfach nix machen. Feels bad. Tausend sind wir hochgestuft, oh, oder was? Oh, wie viel Gold habe ich denn? Ich habe 19.000 Gold auf dem Priester. Reicht doch. Ja. Ich meine, jetzt in der Rolle macht, kriege ich ein bisschen mehr. Guck mal, da macht der Rolle. Der Daniel! Der Daniel hat nicht genug Gold, der kann nicht mitmachen. Doch, da kann man was leihen. Schreit auf jeden Fall wirklich das Mädchen. Oh! Oh. Nee. Oh nein. Ja, nein! Der Führerkracher muss richtig lachen. Was ist das denn? Lachen, der muss richtig lachen, ey. Hör damit! Lächerlich! Boah, 8000 Gold, ey. Tut weh. Muss der Coin wieder ran, da, ne? Ist lächerlich. Deswegen ist es gut, dass hier ein Boss ist, dass wir nicht prepotten müssen, ey. Nochmal! Doppelt oder nichts! Rein da! 400. Ich probier mal Gold zurück. Komm, Georg. Der Georg liegt da schon mal tot auf dem Boden, wenn du ihn anhören möchtest. Kriegt ein Barretts von mir. Time to roll, guys. Oh, 750! Was ist das? 9000, 9000, Alter. Jawoll. Fuck off. Boah, boah. Jetzt will nix, Daniel. Ich krieg nichts, der ist tot. Eigentlich müsste Robin gewinnen für die Doppel. Ich krieg das einfach nicht tot, bin ey. Gar nichts kriegst du. Der Robin ist das mal, wenn ich das nicht krieg, ey. 700 und 900. Komm, Daniel. Hab ich nochmal hin? Dreifach oder nix? Wie viel waren das denn jetzt? 8994. Dreifach oder einmal im Minus. Das ist wie bei, wie in der Spielu, dann gehst du einfach mit dem Einsatz hoch. Nimmer im Mittelfeld. Boah. Die 57. 57, Alter. Weniger Gold, als ich gerade bezahlen musste. Also der Georg hat die nächsten zwei Raids finanziert gerade. 8, 3, 4. Nächsten zwei? Also Flasso und Potzko kosten gar nichts. 16k mehr. Plus, ich bin raus, ey. Aus dem Spiel. Bin wieder in! Bin wieder in! Komm, Georg, ich will mal Gold zu gewinnen. Rein!
Können wir nicht einen anderen Modus machen, wo ich irgendwie von allen Gold kriege? Achso, der Pyrokracher gewinnt Modus. Zum Beispiel. Jogara? Junge, was ist das denn mit dem Georg? Oh, fuck. The evil is on point. Oh mein Gott. So lächerlich, Alter. Mach den mehr zu mir. Robot aus. Dabei hatte ich eine 9000er, Alter. Reicht jetzt, ich spiele nicht mehr mit Georg. Aber jetzt irgendwie ist das komisch, dass der Robin noch nicht jetzt einmal, oh fuck, dass der Robin nicht einmal bisher zahlen musste. Junge, halt dein Mund. Nee, das muss jetzt mal wieder. Nee. Oh, danke. Ja, komm, bitte eine 9000 oder 10.000. Komm, let's go. Fuck, wieso würfel ich denn jetzt Tag nicht und mehr? Unterbiete mich. 10.000. Nee. 962, oh, ich hab's versucht. Offensichtlich hab ich's versucht. Karma, Junge. Ich sag nur Karma. Nee. Doch. Komm, noch eine Runde, damit der Robin jetzt 9.000 Gold bezahlen muss. Meint, wenn wir ihn brauchen würden, würde er kommen, aber er ist erkältet, also er liegt jetzt erst mal hin. Ja. Irgendwann nicht, dass wir ihn brauchen. Stattdessen brauche ich jetzt jemanden 10.000! Ja. Das tut gut. Ja, plus. Ich habe nur noch 7.000 Gold, ich weiß nicht, wie ich mitmachen kann. Können wir die auch noch dir wegnehmen, oder? Die gehen an mich, bitte. Nee, jetzt muss ich mal hier langsam Gold zurückgewinnen. Am liebsten vom Robin. Keine Sorge, Raven, die schnapp ich mir. Ah, nein! Wirf mir mal einer! Ja, du zahlst mir, oh, komm! Was für eine Scheiße! Danke, Dani, mit Call gibst du mir das Gold. Was für eine Scheiße! Hallo? Was? Ist mein Gold hier? Kannst du mich anderen wählen, wenn du dein Gold willst? Hab ich schon. Ich zahl meine Schulden ehrlich. So, jetzt. Hä? Du Wichser. Gib mir das Gold, Alter. Da stand Gold may only differ, blabla, aber das ging vom System her nicht zu Spaß. Wegen deinem einen Kupfer. Weil du kannst nicht Kupfer gegen Kupfer handeln. Idiot. Hast du nie in der Schule? Ja, ich frag mich, ob der Georg all sein Gold bekommen hat oder ob da auch im letzten Moment war abgebrochen hat. Hat der Georg Pech? Robin macht immer eben eins auf. Gibt's einen? Achso, ne, gibt's einen. Was für Game Mode? Hallo, ne? Der Robin hat doch wahrscheinlich so ein rigged Programm, ey. Ich das Programm mal wieder umtauschen. Da guck ich mir gleich erstmal an, ob das legit ist. Nee. Raven, ich will mein Gold zurück. Ja. Den Robin. Hä? Irgendwer muss noch. Aber ja, bei mir ist das irgendwie buggy. Keine Ahnung. Bei mir sagt er das dann nicht. Wie viele haben denn mitgemacht? 1, 2, 3. Achso, nee, dann hast du gewonnen tatsächlich. Scheiße.
Nee, warte. Doch. Ich hab gewonnen. El Rona fehlt doch noch. Nee, der hat nicht mitgemacht. Der Danke. Der Donner. Also. Der Danke. Was ist für mich ist das A1? Halt so. Ich rund einfach mal ein bisschen. Ich hatte keinen Bock zu rechnen. Jetzt mal auf Toilette. Bis gleich. Bei mir steht dann sowas. Ich muss dann halt noch rollen oder so. Keine Ahnung. Achso, ist buggy bei dir. Ja, war doch schon die ganze Zeit. Nehme ich das unter keine Ahnung. Noch mal schnell einen Port. Soll ich einen Kessel stellen? Ja. Ja. Oh mein Gold. So, wer war auf K Dropster Togrun werde, seid ihr da jetzt? Jo. Was? Ja, ja. Okay. Dann let's go. Five, four, three, two, one. Tentakel. Wir müssen ein bisschen weiter move. Wir müssen moven gegen den Uhrzeigersinn. Wir resetten direkt. Nee. Wir resetten. Können wir resetten? Achso, ja, wir legen ab, meine ich halt. 4, 3, 2, 1. Das ganze Gold, das hat er den Verstand daneben, Dram.
Dodge. Steht übrigens noch der Cauldron, ne? Wenn ihr noch keine Flask noch in eurer Bag zusätzlich habt oder so, dann nehmt einen vor der Despawn. Ihr könnt ja eine zweite trinken, wenn ihr keine Alchi seid und dann noch eine rausnehmen. Start nochmal neu. Okay. Los geht's. Five, four, three, two, one. Tackeln. Dodge. Viel Lauf gegen den Uhrzeigersinn. Wir laufen ein bisschen zurück. Damage Stop. Fuck, ich hab's vergessen anzunehmen. 5, 4, 3, ja, wir versuchen es mal 2, zu spielen, aber das wird jetzt 1. ziemlich awkward vom Timing her. Soon. Tarka. Wir können zwischen den Tentakeln gehen. Wir stehen fein. Da kommt Delirium. Tentakeln haben die Delirium Boys rausgehauen. Mhm. Da war da, wie gesagt, ihr könnt. Sorry. Die Tentakeln könnt ihr auch abwarten, ne? Danach reingehen. Ich hab gepennt. Dodge.
Gate. Got me so messed up, don't ignore the signs we've had enough of the whole damn thing. 5, 4, 3, 2, 1. Soon. Dodge. Okay, laufen ein bisschen entgegen dem Uhrzeigersinn. Ne, mit dem Uhrzeigersinn, sorry. Damage stop. Tentakeln. Wir laufen entgegen dem Uhrzeigersinn. Oder mit, lauft mit, lauft mit. Hm, 3 Tote willing ab. 5, 4, 3, 2, 1. Soon. Könnten wir in so einer Situation vielleicht trotzdem weiterspielen, sodass die Leute, die in die zweite Delirium-Phase müssen, auch mal ein bisschen üben können? Das Ding ist, wenn so viele tot sind, haben wir die Timings halt nicht mehr richtig, ne? Heißt, wir üben für eine Situation, die ihm niemals eintreffen sollte. Okay. Die ersten Phasen ist halt immer Timing richtig hinkriegen. Damit du bestimmte Abläufe halt hast und nicht hast. Attacke. Dodge. Wir laufen gegen den Uhrzeigersinn.
4, 3, 2, 1. Soon. Push. Dodge. Wir laufen gegen den Uhrzeigersinn. Tentakeln. Wir können. Ah, wir laufen jetzt einfach gegen den Uhrzeigersinn. Nochmal A und Rest für DR. Delirium kommt jetzt gleich. Ihre Delirium-Phase. Ja, und direkt draußen. Tentakel. Uff. Dieser Boss ist einfach nur beschissen, Alter. Das ist richtig nice. Stage 4. Ja. Was? So close yet so far. Ja, geh lieber wieder zu Ashlane. Nee. Wir haben es das hier einfach ein bisschen mit den Tentakeln einüben, das ist eigentlich ziemlich chillig. Attacke gegen Uhrzeigersinn. Tentakeln, im Uhrzeigersinn. Damage Stop, genau.
Und bei Rest of Order. 5, 4, 3, 2, 1. Soon. Ah, es war zu früh. Aber ja. Im Uhrzeigersinn. Georg muss dann einer in den Rear. Ja, Wort hier. Jo. Tentakeln. Stehen fein. Tentakeln. Oh. Ist wieder eins frei. Ja, aber jetzt, weil die Tentakel rausgekickt hat. Guck nochmal, Nietzsche, ich nehme immer den hinteren, wie in dieser Dings. Veresa nimmt immer den ersten. Turtle Disengage muss da kommen, Erik. Raven, bist du dir zu 100% sicher, dass ich die letzte Tentakel abwarten kann und dann erst reingehe? Ja. Okay, dann ist er okay. Ich war also, mir nämlich nicht gerade. Das war gerade. Ich weiß so nicht, ob es jetzt gerade geklappt hätte, weil wir haben den ja gepusht. Sozusagen, er hat erst den Fear Realm gemacht und dann die Tentakel. Normal soll es andersrum sein: Tentakel, dann Fear Realm. Mhm. Ich weiß nicht, wie ist das denn? Bringt euch das was, wenn ich ansage, welche Richtung? Weil ganz oft sehe ich dann Leute noch umkehren und so, oder sage ich einfach nur an Tentakel und jeder guckt, dass er es hinkriegt. Weiß nicht, wie ist da so. Also ich muss sagen, ich habe mich in den letzten Tries ziemlich oft am Boss einfach orientiert, in welche Richtung der läuft, und das lief eigentlich ganz gut. Sagen, dieser PC guckt wahrscheinlich sowieso selber. Also. Ja, klar, deswegen. Also ich muss schon mal vorbereiten, was sagt, von daher. Ja, deswegen musst du ja auch. Ich meine, ich muss ja erstmal mal. Anders geht's Leben gar nicht. Callen. Ja. Dann sage ich nämlich jetzt. Wir probieren das jetzt mal ein bisschen, dass ich einfach Tentakel call und wir laufen den Boss hinterher. Ich meine. Sollte eh klappen, weil hinterher vertue ich mich und dann läuft einer in eine andere Richtung. Das ist scheiße. Achtet auch selber mal ein bisschen drauf. Gucken uns das mal so an. Kommt ein bisschen näher wegen dem Tremor. Ich wurde eben einmal nicht getremort, weil ich so weit weg stand. Dodge.
Tentakel. Damage Stop. Push. Dodge. Tentakel, komm auf, pass auf. Jetzt kommt Delirium. Muss ich noch Steffen rein. What's up, Georg? Tentakeln. Dodge. Im Rücken. Gate. Zweite Delirium. Delirium, 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 Delirium! Delirium! Geht sterben. Dodge. Tackle. Tentakel, Damage Stop. Gott, geht aber sterben, ich hab alles verkackt, den Travis, was es nur gibt, ey. Viel zu früh gefaced. Achtet auch selber bitte ein bisschen drauf, 88% ist eigentlich immer der Damage Stop.
Dodge. Der Go-Call ist übrigens, wenn ich das jetzt für mich richtig verstanden habe, wenn der nach unserer Bubble seinen Tentakel-Cast durch hat, dann quasi wollen wir den in die nächste Phase schicken. Na genau, wenn er castet. Aber erst wenn er castet, nicht davor. Genau, ja, ja. Deswegen könnt ihr da noch komplett abwarten, quasi bis der castet. Das ist jetzt ja, ja, einfach einen Pot im Prequel geused, hab mich schon abgefuckt und hab ich einfach hinter mein CD noch geused. Ja, das ist schief, und dann achte ich nicht auf die dumme HP vom Boss, ey. Tentakel. Tentakel. Damit stopp. Tentakel. Pass auf, Ranchester. Dodge. Holy shit, was ist das für Tal? Mega behindert. Skippen es nicht. So. Er hat schon gecastet. Achso, ich hab gedacht, der hört auf, wenn er 50% ist. Sterben. Ah, hey, warte mal, das hat doch aufgehört, ja. Oder?
Hat ja, die Dinger waren auf dem Boden, das ist nicht getriggert. Lol. Also können wir einfach sagen, wenn die orangen Dinger auf dem Boden sind, ist es egal, es fliegt da nicht in Luft. Wir sind halt, die komplette zweite Gruppe ist halt reingekommen, in der Tentakel gespawnt. Ich hab dich einen Cast gemacht, ich bin sofort raus. Ich hab's gesehen. Du hast halt nicht schnell genug mit dem Blink, Daniel. Da hat man doch nicht mal was gesehen. Man hat nichts gesehen. Das kann aber kein Tentakel sein, aber auf dem Delirium war kein Tentakel drauf. Nee, also es kommt im Delirium selber so kleine Tentakel. So. Okay, das wusste ich nicht. Und er wurde einfach gesniped. Ja, dann mach Face auch rum. Rein und blinken, das ist direkt. Es war ein alter Mann, der hat einfach keine Reaktionen mehr. Naja, aber jetzt mal ernsthaft, kann man das irgendwie vermeiden? Nee, oder? Ich glaube, das war erstens unlucky. Ich bin mir nicht sicher, ob die auf uns spawnen und sozusagen Georg, ich und Smoo, ich glaube, wir waren alle in der Nähe vom Boss. Vielleicht haben wir die da irgendwie hingebaitet. Na, vielleicht drauf achten, das dass war wir weiter weg vom Boss stehen. Try davor auch schon. Da hat es aber, glaube ich, nur den ersten erwischt, also mich. So, wir müssen ab dem Zeitpunkt, wo wir den in den Fear Room reinbringen, 1-2% mit Damage rausholen. Richtig? Ja. Aber das hätte sich locker. Das hat eigentlich das hat sogar jetzt gepasst, wir wussten es nur nicht. Ja, aber es ist ja. Also, es war ja. Knapper geht ja gar nicht. Quasi. Ja, aber wie gesagt, wir haben nicht einmal was im Delirium Room gemacht, die zweite Gruppe. Das Einzige, was es der Delirium Room gebracht hat, waren 5 Sekunden Stun. Herzlichen Glückwunsch. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Tucker. Dodge. Wir hätten keinen Retz für ihn. Keinen? Oh. Nein, wir haben eine Tank schon Retz. Dann lass uns sterben gehen. Ja, ich hing im Reload. Nur die Wutschung, keine Ahnung warum. Dodge. 5, 4, 3, 2, 1. Soon. Das bewahrt's ja. Das bei alle. Wurde ich geglobelt einfach vom Boss.
Tentakel. Damage Stop. Attacke. Delirium. Geh mal weiter weg vom Boss, das Mondapfel. Ja. Dann wird er jetzt keine Tentakel hinbaiten. Tentakel. Dodge. Unserem Rücken. Bisschen zurück. Delirium. Okay, Holy Moly, da kommt der Mensch ran. Was ist das, wo diese großen orangenen Flächen hinkommen? Im Phasenübergang jetzt? Das ist, wenn der Dreck wird, das sind die. Genau. Das ist das gleiche wie vorher. Ach, das sind die drei Augen dann quasi. Ja, genau. Die drei Dreads werden quasi, oder die drei Gefrierten werden zu diesen Augen. Ja, ist sie. Sind die Augen die Eingänge dann? Ja. War der Track jetzt ready, Erik? Ich ziehe jetzt auch mal meine Wings früher, dann könnte das vielleicht passen. Also der Übergang war gut. Eigentlich, ne? Also. Ja, es geht, also. Problem ist, die Leute, die halt aus dem Delirium kommen, ne, die haben halt so viele Stacks. Das ist, also die Leute, da müsst ihr ein Auge drauf haben. Gerade Smoo, ich und Avril. Wir kommen da mit 10 plus Stacks raus. Das ist ganz schön heftig. Ich hätte auch 10. Vielleicht sollten wir das einfach nicht trammern, sondern so die spellen. Naja, das wird trammert. Diese Hysteria-Stacks meinst du, oder? Ja. Hattet ihr wahrscheinlich noch mehr, ich hatte 10. Ja, ich hatte 13. Also, richtig reingehauen.
Also hast du ohne 2 Minuten Trank hast du das dann nicht, oder was? Kannst du das dann skillen oder gibt dir das jetzt irgendwas anderes krass Minus? Okay. Wenn du willst, kannst du mich so einfach tauschen beim ersten und zweiten. Wäre jetzt die Frage, ob das dann zeitlich aufgehen würde. Ach, meinst du Trank Drops halt für den ersten Dread oder was? Ja, genau. Ja, dann lass uns das so machen. Mal gucken, ob das so mit der 3 Minuten Trank passt. Der Nabira, da reingesneakt. Warum Nabira? Sie steht bei mir da als allerletztes. Deine Private Note. No. Eigentlich nicht. Die hat sich doch gerade aktualisiert, oder Raven ist drin. Ich das Enter gehört habe. Oder? 5, 4, 3, 2, 1. Mit Stopp. Tentakeln. Passt auf. Tentakel. Geht doch raus mit der Scheiße. Delirium. Zweiter Realm. Gib den Leuten Hots. Und wieder die Scheiße.
Tentakel. Dodge. Ich komme jetzt raus, das bin ich. Dritte ist schon da, aber wenn wir ihn pushen. War das schon gepusht? Keine Ahnung. Soon. Wir wurden auf jeden Fall wieder ein bisschen gepockt von dem Ding. Ich zumindest. Alle drei wieder. Ja, deswegen sage ich ja, wir sollten wegbleiben von so cool. Spätestens wenn der Onkel Cracker da anfängt, den anzubrennen. Hat das jetzt mit der 3 Minuten Trank geklappt gehabt eigentlich? Oder immer noch nicht? Wir kamen, glaube ich. Obwohl doch, wir kamen soweit. Damage Stop. Tentakeln. Push. Dodge. Fuck, jetzt auf die Tentakel auf. Jetzt kommt gleich Delirium. Gate. Tentakel. Dodge. Im Rücken. Gate.
Tentakel. Bitte? Ah, jetzt würdet ihr alle halt in den Ethereum reingehen und die Delirium Boys würden in den Delirium Rim gehen. Das würde ich jetzt mit dem Auge hier machen. Jeder, nein, du musst. Oder wo musst du hin? Ah, ne, ich muss ja nicht mehr in den vierten. Ich war vorhin, musste ich in den vierten. Ja, ja, aber die roten Augen auf dem Boden sind der Delirium Rim und Ethereum ganz normal wie früher mit dem Icon. Ja, ihr geht zu dem Vieh und redet mit dem. Und hier machen wir uns jetzt schon mal aus. Wir werden immer. Ich hoffe, die spawnen gleich, aber wir werden immer Kreuz stehen lassen. Und nicht touchen. Nicht touchy touchy. Nicht touchy touchy. Ah, dieser entfesselte Albtraum, das ist dann quasi das Ding, was wir dann. Dieses richtig hässliche Vieh, was wir dann killen müssen. Nee, dort ist einfach nur ein kleines Etwas, nicht getötet wurde. Nee, der ist im Delirium. Auch gerade. Ja, das Unleashed Nightmare war so ein kleines Ed. Das ist auch ganz... Ja, aber ich sag, das, das andere, was man hätte killen müssen, hat man gerade auch ganz kurz gesehen. Also klein das war das nicht. So ja, nee, so das sind... Ein kleines Etwas, was groß wird, weißt du, die verwandeln sich. Das meine ich einfach. Ach so, ah, okay. Also das aber Ding, was wir töten müssen, das heißt Echo of Delirium. Okay, und wir fokussen wirklich nur das. Wir machen. Ja, der sagt cool, macht nichts. Kriegt kein Damage mehr. Ach so, ja, wir machen Pause. Ja, vergesst. Okay, also wir kommen in die Phase, dann kommt direkt das Ad. Nee, das kommt nicht direkt, das dauert. Das kommt. Was machen wir in der Zeit? Damage auf den Boss. Sehr cool, ja, sehr cool fokussen. Nur wenn das Ad da ist, hat das halt höchste Prio, dann attackst du keine kleinen Ads mehr, du cleavst die auch nicht mehr, sondern du gehst voll nur auf dieses Single-Target-Vieh und ballerst es richtig um. Aber cleaven an sich, so Passiv-Cleave, den können wir schon. Oder ich meine, ich habe ja wenn ganz du, viele wenn du Globe, wenn du ein Global dafür ausgibst, benutzt es nicht. Nee, okay. Mache ich nicht. Ja, aber klar, wenn du nicht vermeiden kannst, whatever. Es geht nur darum, dass du wirklich maximalen Damage auf dieses Ad fährst und kein bisschen Damage aufgibst, nur um Ads irgendwie zu damagen oder sonst was. Es geht darum, dass dieses Vieh einfach so schnell wie möglich tot ist. Weil wenn das überlebt, dann sind wir tot. Der ganze Raid tot. Wenn er seinen Cast durchkriegt. Sind dann die Mitspieler auch angreifbar in der vierten Phase? Ja. Das heißt, die kriegen meinen Passive Cleave auch ab. Ja, wir stehen ja nicht an dem Vieh dran. Aber das spawnt gar nicht beim Boss, sondern woanders. Theoretisch könnte es da stehen. Das spawnt im Boss. Aber du siehst ja nicht die Leute, die im anderen Realm sind. Du siehst ja nur die Leute, die mit dir im Realm sind. Und das sind ja nur der Avril, der Smooth, ich und wir sind auf Range. Ja, ja, stimmt, okay. Ich weiß auch nicht, ich glaube, du kannst das vielleicht sogar mit dem Pet dann taunten, das Vieh, dann läuft das erst gar nicht irgendwo rum. Musst du mal gucken. Aber wir hatten ja gerade eben das Problem, dass bevor der erste, also der vierte Dread kam, dass wir halt nicht alle toppen konnten. Durchs Drummer sind wir dann alle ja gestorben. Mhm. Das war auch schon davor ja passiert, also irgendwie, da müssen wir auch noch was ändern. Also jetzt das zweite Mal, dass wir das überhaupt gespielt haben, ne? Ich weiß ja nicht, ob Healer das direkt schon perfekt spielt. Was ich ein bisschen anzweifle, sage ich mal, da muss man halt schon ein paar Mal machen und dann gucken, ob es klappt. Aber an sich haben wir halt da Aura Mastery und haben eine Trank und ja. Personal Cooldowns haben wir auch, wir haben Jesus, wir haben genug Sachen, die wir da usen können. Weißt du ungefähr, wie lange es von diesem Punkt ist noch bis zum 6. dann? Nee, habe ich keine Ahnung. Aber warte mal, ich kann nochmal gucken, ich hatte den Log offen.
Nach circa 3 Minuten. Okay, gut. Oh, wenn du Mini-Ramp da ready hast, kannst du auch Mini-Rampen. Schreiben wir dazu. Ja, hatte ich eh jetzt gerade vorgehabt. Aber erstmal so, also jeder, der aus dem Delirium Room kommt, sollte da auch sein Personal Death CD usen. Ja, ich ein bisschen was wieder zurück. Ne, ja, ich ein bisschen was anderes sogar. Nun. Wie ist das? Daniel, bist du da? Jo. Weißt du jetzt schon, wann du weg bist im Dezember? Warum? Ich frag auch.
Also. Die Season announces. Also, es ist auf jeden Fall erste oder zweite Woche vom Dezember, ja. Erste bin ich weg, Graham. Erste bist du weg? Mhm. Oh, oh, oh. Das ist sogar der wahrscheinliche Release, Daniel. Ja, denke ich auch. Smith, wann endet die Season, sagt ihr? Ende November. Wir reden von Diablo gerade, ne? So, sorry. Richtig interessant wird es dann doch erst mit dem Diablo 2 Remake. Ja, das werde ich wahrscheinlich nicht spielen, weil ich es halt früher schon nicht gespielt habe. Ja, umso wichtig ich hätte auch lieber schnell. Wie bitte? Ich hätte auch lieber ein neues, ja, also nicht. Es ist doch viel besser, wenn du es jetzt spielen würdest, weil jetzt sieht es auch noch einigermaßen vernünftig aus, wenn es ein Remake ist. Ja, es ist doch trotzdem alles, man muss das ja von früher irgendwo kennen, damit einem solche Spiele, glaube ich, Spaß machen. Also, glaube ich zumindest. Ja, glaub ich nicht wirklich. Kannst mir mal angucken. Ja, aber 2 hatte dasselbe Problem als andere Spiele von früher. Es hat einfach keinen Endgame-Content, was challenging ist. Wenn ich mit meinem Hammer, die mit meiner Enigma mich da einfach durch die Gegend porte und alles One-Shotte, ist halt over. Dann hast du es durch. Weißt du, es gab früher Spiele, die hat man durchgespielt und dann war es gut. Ja, aber sowas ist heute nicht mehr vorstellbar, ne? Ein Spiel, was irgendwie dann so ein Endscreen hat oder sowas. So, oh, was? Ja, das fuckt doch. Naja, vielleicht sind wir unterschiedliche Generationen, da ist das mein Problem. Ich bin auch alt. Ja, total. Der Daniel ist echt alt, der ist 34, der Daniel. Nein, das nicht. Wie alt bist du denn, Dennis? Nächste Woche Montag sind es 32. Schreibst du mir noch unter die Nase, dass ich deinen Geburtstag vergessen werde? Ja, sicher. Oh Gott. Nächste Woche Montag? Mhm. Ach, also doch nicht so nach. Das wird doch noch peinlicher, wenn du es vergisst. Oh, am 4. hat meine Freundin auch Geburtstag. Bist du meine Freundin, Dennis? Vielleicht. Stark. Du hast aber lange gebraucht, das zu erkennen. Komm, dass du meine Freundin bist, oder dass... Das weißt du doch. Ja. No flowers? Was? 5, 4, ja, auch hab ich reingetan. 2, 1. Die ersten 30 Sekunden des Bossfights auf Wirbelwind beschränken. Das ist schon echt interessant. 4, 3, 2, 1. Tentakel. Damage Stop. Tentakels stehen gut. Tentakels kommen auch, stehen aber gut.
Attacke. Delirium. Attacken. Push ihn auf 50. Ja, falls das so frei war. Tentakeln. Ravenas. Spreaden. Tremor. Displit Henrik, damit er Tremor stellen kann. Irgendwie, wie heißt der 4 dann? Der heißt irgendwie jetzt anders, ne, in der Phase dann. Manic Dread, ja. Felix Swap. Mann, das anders. Also als der Tremor kam, war meine Aura auch nicht mehr ab, weil ich quasi dann passen. Achso. Na okay. Ja, so geht es. Passen. Achtet auch nochmal drauf, dass wir, die aus dem Delirium kommen, bevor das abkommt, unsere Dev-CDs, Turtle, Dispersion, Warlock, Cooldown, sowas usen, Mage, Ice Block. Weil gleichzeitig mit dem Ticking Damage noch so ein Big Hit kriegen und sind wir eigentlich RIP. Wisst ihr, ob, oder? Könnt ihr eure Dispersion usen, wenn ihr in diesen 5 Sekunden Sleep Stunner seid? Ja. Aber wenn du so rausgefaced wirst, ich glaube, wir müssen uns gar nicht von der Tentakel rausslappen lassen. Ich werde sowieso so genau zu dem Zeitpunkt rausgefaced. So. Ich also, drop halt so low, dass ich genau rauskomme. Nehmen wir nochmal Lutschkiesel mit. Ja, vielleicht kannst du das ja einfach gut. Dann bist du nicht gestunt, aber klar, Healer sollten sowieso drauf achten. Vielleicht kannst du auch callen, dass du rauskommst, damit ein Healer dich insta-dispelt. Der schickt uns automatisch bei 50% hoch, oder was? Wenn wir bei 50% face, bist du halt nicht gestunt, wenn du rauskommst. Achso, na gut, ich. Das kann ich nicht beeinflussen. Na gut, ich könnte pre-blocken. Oder einfach callen, dass du ein Display brauchst. Das wäre das einfachste. Gute. Tackeln.
Tentakel und Damage Stop. Tackeln. Tackeln. Ich reach das niemals. War nicht der einzige, der tot war. Das ist voll. Aber du hast schon. Nee. War selbst der Ding schon tot. Glaube ich, das ist die Regel, oder? Tackeln. Damage Stop. Bubble. Okay, wir haben es überlebt. Push. Dodge.
Starker. Die Leute. Hier ist die hier cooldowns. So, first jetzt die Leute, die aus dem Delirium kommen und spreaden. So, Kreuz-Ad touchen wir nicht. Alle gehen runter im Ferium. Und für den Veresa geht Pyrokracher in den Delirium. Auf die Dingens auf. Dackeln. Müsste das eine kleine Ed da töten, das geht gleich hoch. Welches? Meins. Okay, jetzt kommt der Psychotic Split. So, jetzt müsst ihr diese Ads umbringen. Im Ferium das Echo auf 4 und im Delirium Echo auf Delirium. Damage, Alter. Also ich war jetzt zu zweit und hab das gerade noch 2 Millionen Leben abgezogen. Wir hatten allerdings auch keinen Hero und so, ne? Wann ziehen wir das hin? Ja, das versuchen wir gerade herauszufinden, wenn wir das ziehen. Also Inferium sollte halt so auf jeden Fall gehen, dass wir das so tot kriegen. Wir können aber auch Inferium zu der Zeit Hero und ich weiß jetzt nicht, wie es damit cooldown technisch aussah, ob da gerade wieder 3 Minuten cooldowns abkamen. Ich glaube, Dennis, du hast auch einen ganz guten Überblick, wann deine Life Force wieder ready ist, oder? Oder spielst du gerade mit Blood? Ich spiele mit Blood. So. Wer hat einen 3-Minuten-Cooldown, der Inferium ist? Also, meine war gerade ready, die 3 Minuten. Aber es müsste. Ja, ja dann. Ich hab ja 2x1,5. Das müsste etwa. Ich hab's kurz. Benutzt, ne, ich habe meine Cooldowns gezogen, wieder als ich, als wir in den Fearim, als wir runtergegangen sind durch das Portal. Kurz danach, als genug Ads da waren. Da können wir halt eigentlich machen, dass wir halt Cooldowns vielleicht safen, bis der in der Maddening Eruption ist. Und dann auch Hero direkt dazu ziehen im Fearim. Also, ihr geht im Ferium, ihr nutzt keine Cooldowns, ihr wartet euch die, weiß ich nicht, 20 Sekunden auf, dann kommt die Maddening Eruption und wenn die durchgeht, dann ziehen wir Hero im Ferium. Und ja, im Delirium Realm, also ich war auf jeden Fall tot, ich kam irgendwie nicht in den dummen Realm rein. Wurde dann einfach geslappt. Ich glaube, der Smooth war auch dead. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich nur 2 Millionen Damage auf das Ed ziemlich mager. Mal gucken, wie wir das machen.
Hättest du denn jetzt Combustion gehabt oder hast du Combustion sogar drauf? Ja, gelegt? Ja, eigentlich gar nicht da rein. Ach ja, stimmt. Also es war halt so, dass ich Combustion in diesem Realm hätte, allerdings halt deutlich früher schon benutzt hatte. Also für das Add hatte ich dann halt nichts. Aber ja, gut, okay, ich gehört ja eh nicht da drauf. Ja. Ja gut, ja, wir schauen es einfach nochmal. Es war eh ein bisschen komisch. Ja. Das war halt, das eine Auge war einfach direkt auf so ein Q-Level-Ding. Ich stand da die ganze Zeit drauf und bin nicht gefaced, ey. Einfach konzentrieren, Ray. Witzig, wie du im Q-Level gelandet hast. Das ist ja richtig korrekt. Tentakel. Dodge. Takeln, Damage Drop. Tentakel. Delirium. Eins ist außen. Naja. Steht der richtig drin? Okay, sorry, nochmal. War richtig. Tentakel. Dispel. Muss er noch für mich in den Rear gleich. Macht der Pyro wieder? Für mich auch. Die Blase macht das. Ich kann. Ich wurde gerast. Okay. Geht alle in den Ferium.
da kein. Okay, wie viel hat uns jetzt im Delirium gefehlt? Hattet ihr das down im 4? Nee, der hatte noch 25. So, ne? Nein, der tut auf jeden Fall Hero. Der war da auch einer. Der war da auch einer weniger. Waren wir ein weniger? Ja. Ne, aber passt es. Ach, das. Aber die Frage ist, ob 25% hat einer. Macht's ja auch nicht aus, 25%. Ja doch, hä? Ah doch, genau. Zu behindert. Ja, aber ich. Ja, ja, okay. Jeder macht dann gleich viel Schaden. Auch 100k wie die Shadows, ne? Nee, Shadows machen ja gar nicht so viel Single Target auf dem. Auf das Team. Weiß ich nicht, Ram. Ich glaub, der Smoo macht mehr Damage als wir drauf. Smoo hat. Du hattest am meisten. Ich hatte Smoo hat dann gleich viel. Nein, Beastman, ja. Was heißt denn das Ding? Keine Ahnung, der Boss ist halt in dem State of the Game schon auf 35%, so warum haben wir kein HT ziehen? Haben wir das Team bei 10%? So. Das kommt halt nochmal. Das Ad kommt, genau das gleiche Ad kommt nochmal. Na gut, das ist natürlich scheiße. Daniel, wann trifft denn dein Entzünden ein Ziel? Weil du hast mich getötet. Einfach vom Boss aus spreadet das. Okay, dann schön zu machen. Ja, die Pets der Hunter werden halt gemeldet dann, ne? Glaube ich nicht. Ich werde doch gar nicht gleichzeitig mit ihm jetzt, oder? Doch. Ja. Ah, davor. Boah. Ich bin davor schon gestorben. Wir gehen jetzt zu dritt da rein. Tobi, hast du CDs für das Vieh? Oder hattest du vorher schon gejust? Die kam gerade ab. Ich hätte die auch gerade gezogen. Okay. Wie hieß das denn? Ah, ist doch. Echo of Delirium und bei euch heißt es Echo 4. Da ihr müsstet das ja eigentlich easy down kriegen, ne? Ja, bei uns war es auch fast down. Hatten wir Hero Bots? Nee, ne? Oder? Nee. Nee. Glaub nicht. Also ich zieh mein Hero nicht, ich hab das unbindet, weil das neben meinem Flammer ist und ich das nicht verfingern will. Er zieht dann der Daniel einfach. Ich sag mal, hätten wir die Leute dafür, könnte man theoretisch beim zweiten Delirium in der P4 andere Leute runterschicken, die wieder Hero ziehen könnten, oder? Ja, ich glaube, wir schaffen das auch so. Wir haben ja dann noch Pots, die wir da auch noch ziehen können. Ich habe notfalls Trommeln dabei, ne? Ich habe gerade Trommeln für uns gejust. Okay. Wir waren noch 18. Wann willst du denn jetzt, dass ich Hero use? Wenn das Ad bei euch erscheint. Sagen Sie mir Zeit gleich. Und Hacke. Damage Stop. Tentakel. Das ist ein Ed. Ja, das wär's uns hochgegangen. So. Big Geek Fury DPS hat geregelt. 5, 4, 3, 2, 1. Soon. Push. Just move. Yeah, feel the impact.
Tag, Alter. Delivering protects. Tentakel. Fucking hell. Eigentlich mitbekommen, dass ich dich umgebracht habe am Ende, Georg. Ja, nur auf dich durchgeballert. Arschloch. Aber ich hab in der letzten Choice habe ich auch mal den Smur gedottet, unabsichtlich. Stark. Ja, ich glaube, so ein Warlock gibt das einfach gar nicht, ey. Ich habe auch vom Veresa schon Multischutz abbekommen, ey. Das Leben. Multischutz? Ah, habe ich in den Logs gesehen. Wahrscheinlich ist das, wenn man in die Phase reinkommt und dann ist irgendwie wie so ein Reflex. Man sieht dann rote Targets und dann direkt beim Multishot rein. Hast du bekommen, Flip? Moment, wurde gerade angehandelt. Ja, hab genug, danke. Beresa hat ein Disk. Ja, Mann, ey, gleich stopp. Guck mal, ob du überlebst. Grab den gleich mal safe, wenn Tentakel kommt. Tentakel hier. Konzentriert aufs Grappen, ey. Stehst noch safe, Erik, lock dich ein. Push. Tentakeln. Kann jemand auch mal Erik grabben? Auf jeden Fall, der Dropster wird hier gerade durch den Raum gegrabt. Oh, ich hab den Erik erwischt. Nice. Tentakel. Dodge.
Delirium. Oh nein, ich bin ein Troll. Sorry, my bad. Ein Halt-Troll, Salamade-Troll oder? Nee. Ihr kennt den Kass bei mir durch, auf einmal steht dieses Kackding da immer noch. Ich bin schon weggejumpt, ey. Ich muss sagen, Beresa hin und her ziehen, zu den anderen Sachen ausweichen, immer ein bisschen der Hard machen. Das war richtig nice, ey. Ich krieg da einen Naum am Ende. Kriegt alle ein Achievement von mir. Alter, der Kass war durch. Fuck. Der hier war eigentlich durch, ne? Hey, ich hätte schwören können, dass der Kass durch war. Vielleicht war ich auch im Tunnel, ne? Bist du betroffen? Ein letztes Mal glaube ich den Erik noch. Ruhig weitermachen, ja. Noch nicht mich konzentrieren. Tentakel. Stopp. Tentakel. Delirium kommt jetzt. Ich raussteppen. Tentakel.
Ja, die Stelle kann einfach manchmal unlucky sein. In dem Guide, den ich geschaut habe, haben sie auch manchmal gesagt, manchmal ist das einfach nicht machbar. Wenn das komplett mit RNG da gefickt ist, mit den Tentakeln. Kill it, last try. Obwohl vorletzter, schon ein bisschen rein. Ich bin ein Totes. Naja, dann nicht. 12. Delirium. Ist das tot, muss einer ins Delirium, ins erste. Vorzeige geht dafür rein. Jo. Tarkan kommt. Das ganz vorne war zu. Never mind. Kurzer Ausflug für mich. Doch der allerletzte Treasure, wo der bloß tot ist. Das ist kein Wald. Let's go, Pyro. Jetzt machen wir Smoobelten. Nein, ich bin gestunt. Lebe ich noch? Ja. Link wäre abgewesen. Krass, wie er überlebt hat. Und ich könnte ihn halt nicht alleine machen, keine Ahnung.
Aber den nächsten Vibe mache ich dich, Alter. Ich hab schon die ganze Zeit auf meine Bar geguckt, ob ich die ersten Shadow Words Pains bekommen hab. Ich war clean. Da haben mir die Friendly Fire Pyros schon ein bisschen leid, die ich da geworfen hab. So, jetzt aber last try. Fuck him up! Get him! Fällt sich der Daniel diesmal kein Pre-Pot? Jeden zweiten Try nicht ungefähr. Das ist echt schon ungewohnt, wenn man seine immer diese Pull-Rotation quasi so drin hat, ne? Das ist bei Mage vor allem bei jedem Boss einfach anders. Fühlt schon. Das ist ja gar kein so großes Problem. Doch, mein Gehirn ist klein. Tentakel. Stopp. Und Tentakel. Durch Tentakel zum Göppel ist eine ganz blöde Idee. Das Ganze ist nach hinten losgehen. Ja, ihr wart so weit entfernt, da habe ich gedacht, der greift dich lieber ran. Ich stand safe. Wegen dem. Jetzt hätte den Scheiß drauf, egal. Ja, keine Bubble hier. Du bist tot. Der Rest Philipp. Achso, wir haben keine. Dann gehen wir sterben. Mit dir nichts mehr. Nee, haben wir nicht. Oh, gehen wir dir nichts mehr. Noch zu den 10 Jungs. Der muss doch nicht getarget. Nein, ich hab. Nein, 0,2 Sekunden. Wir verlängern, ne? Jobstorm, wir machen ihn noch! Wir verlängern auf jeden Fall. Kai, Gesonne am Start. Und denkt noch dran, euch für Donnerstag anzumelden. Für einen Raidfeed, sonst ein paar Leute. Ja, allgemein. Auch wenn ihr, ich spreche das nur an, dass ihr, wenn ihr auf Tentative oder sowas seid, dann sagt uns Bescheid, was mit euch ist. Ob ihr später kommt. Ja. So, wenn ihr nur Tentative macht, dann, keine Ahnung, könnt ihr auch decline so, weil. Dann können wir auch nicht mit euch rechnen. Ist da jemand aus Antonidas eingeladen? Warum nicht? Das war die Eule, die Donnerstag auch schon. Frage bevor alle lieben. Kommende Woche HC, wer hat Bedarf? Wer hat Lust? Zeit? Ich habe immer Lust, nur Zeit weiß ich nur noch nicht. Bevor ihr alle liebt, schreibt mal kurz nur ein Plus rein, wer Lust und Zeit hätte, damit ich weiß, ob es Sinn macht, sowas anzusetzen, ansonsten lasse ich's. Ja, mach doch mal ein Kalender-Dings. Ich weiß noch nicht, weil nächste Woche ist BlizzCon und am Freitag, denke ich mal, wird da ziemlich viel übertragen. Dann gucken wir zusammen BlizzCon. Ich wollte kurz sagen, vielleicht können wir ja so ein Chillen, machen mal einen Boss und gucken mal eine BlizzCon. BlizzCon. Machen wir einen Boss. Machen wir mal einen Boss, dann machen wir wieder BlizzCon. Machen wir nochmal einen Boss. Machen wir einen Boss. Da kommt Diablo Immortal. Dann spammen wir den Chat Raven. Nee, dann bin ich am Handy. Achso, den kannst du vom Handy aus auch. Oh Gott. Nein, ich hab einen Bildschirm. Wer hat jetzt Lust auf ein bisschen COD? Keiner. Small Mann. Na gut, haut rein. Tschüss. Gute Nacht.